Wieder da. Das ging mir fix. Ja, ist ja um die Ecke. Muss ich nachher bloß dran erinnern. Muss ich bloß nachher dran denken. In dieser Gegend ist die kriminelle Aktivität dramatisch hoch. So, stellen Sie sich darauf ein, erhöhte Polizeipräsenz zu zeigen. Verstanden. Hm. Oder möchtest du ein anderes Auto fahren? Ich kann auch smart fahren. Smart fahren. Aber was ist, wenn wir welche verhaften müssen? Stoppen wir die denn im Kofferraum oder was? Na klar, auf den Schoß. So, Schadenwings und Wilcox müssen wir heute Präsenz zeigen. Ach guck mal, wir können beiden sogar. Das ist ja cool. Das ist ja cool. So, du läufst schon wieder. Du verteilst schon wieder Strafzeit. Richtig. Dann fahre ich mal eine Runde und sammle dich rein. Okay. Das ist doch falsch. Ich hab Leute falsch angezeigt. Na toll. Ich stell mich einfach mal hier hin. Der ist 3 Kilometer von der Fahrbahn weg hier. So, Radar Pistole, wo ist sie da? Radarpistole ausgerüstet. Wollen wir mal ein bisschen Radarpistölen. Hier müsste ja 35 sein eigentlich. Achso, ja, stehe ich im Weg. Es tut mir leid, Gnädigste. Es tut mir Januar leid. 22. Ich glaube, ein bisschen abgelaufen. Oh ja, die hat ab. Oh ja. Tipptopp. Die wird erstmal rausgezogen wegen ihrer scheiß Unterbodenbeleuchtung. Da steht auf einer. Ah, nee. Nee, passt. Ich habe hier an einer Kreuzung 3 Leute, die auf dem Bürgersteig stehen. Das läuft ja schon wieder. Wie geht es Ihnen, Officer? Gut und selbst? Versicherungsstatus ist ungültig. Sie brauchen zu lange, um dort anzukommen. Wir senden eine andere Einheit. Fahrer, Auto, Unterboden. Ich habe Sie wegen Ihrer Unterbodenbeleuchtung angehalten. Und? Ich fahre nun mal gerne mit Stil und das sieht super aus. Ja, gut. Führerschein und Versicherungskarte, bitte. Ja, gut. Die Person ja, scheint natürlich, Officer. Ja, wow. Negativ. Ihr Standort ist derzeit nicht erreichbar. Wir schicken so schnell wie möglich einen das raus. Das passt. Und das passt. Meidet Augenkontakt. Na komm, ich belasse es dabei. Das und, was hatte ich noch gesagt? Das und das. Hier ist ein Strafzettel wegen Fehlens einer gültigen Versicherung. Sie vermiesen mir den Tag. Ich stelle Ihnen einen Strafzettel wegen der Unterbodenbeleuchtung aus. Macht bis zu $200. Ich dachte nicht, dass das so teuer wird. Sie können weiterfahren. Tschüss. Auf Wiedersehen. Tschüss. Ah, guck mal, die 3 Autos hier an der Kreuzung, die hast du bestimmt schon, ne? Da bist du, glaube ich, gerade ja. lang gelaufen. Ne? Die sind schon in Bearbeitung. Sagen möchte oder sagen kann. So, ich gehe mal hier ein paar. Oh. Den hol ich mir. Unterstützung angefordert. Den ist ein Officer mir. Verfügbar? Ich schaffe es nicht rechtzeitig zum Ziel. Den holst du? Na hier, den in grün. Hallo, mein Herr. Festhalten. Ich halte Sie fest, weil Sie Müll auf die Straße geworfen haben. Im Ernst? Ich habe gar nichts gemacht.
Ja. Sie werden mit einem Bußgeld von $25 wegen Umweltverschmutzung belegt. Ach, kommen Sie schon. So viel? Ja, so viel. Sie können jetzt gehen. Abfahrt. Schönen Tag noch. Tschüss. Wieder ein bisschen Kohle gemacht. Mal gucken, ob ich von denen rausziehen kann. Nee. Oh ja, der hat getötet schon. Habe ich ja schon gar nicht mehr. Hey! Fahren Sie an den Straßenrand! Hallo. Der Hinterste kommt gleich rausgefahren. Ja, der blinkt auch schon. Der hat nämlich die töne Scheibe, deswegen zieht er mal raus. Oh, der parkt hier hinten. Achso. Na gut, willkommen. Oder was soll ich machen? Sogar. Hi! Hey! Ich habe sie wegen der getönten Scheiben angehalten. Die sind in Franklin illegal. Bitte was? Hey! Fahren Sie an den Straßenrand! Okay, bitte schön. So. Kehren Sie um! Oh, angenehm. Wir benötigen die Handhabung einer Situation hier. Ich bin gerade in einer anderen Angelegenheit beschäftigt. Gestohlene Versicherung dazu noch. Geil. Läuft ja. Verlassen Sie bitte Ihr Fahrzeug und kommen Sie auf den Bürgersteig. So, Pullover Car. Zulassung ungültig, Versicherung ungültig, Auto ist zu laut. Den jetzt auch ankragen. Willst du ihn festnehmen? Ja, hätte ich jetzt wirklich. Ja, gestohlen, weil der kann ein Auto muss abgeschleppt werden. Schicken Sie meinen Abschleppwagen an meine aktuelle Position. Klar, wird in Kürze bei Ihnen eintreffen. Gefälschte werden im System nicht angezeigt. Entschuldigen Sie, ich stecke in der Klemme. Können Sie mir bitte weiterhelfen? Dann muss ich mal Entschuldigung, Officer, ich versuche das Nataschas zu finden. Oh, können Sie mir den Weg zeigen? Okay, lassen Sie mich die Karte sehen. Also wenn ich jetzt hier auf die Lupe mit dem Männchen bin, dann wird das mir angezeigt. Vergessen Sie es. Ich werde es selbst herausfinden. Die Lupe mit dem Männchen, ja. Genau, wenn da ein Name steht, dann... Ich hatte diese Runde, glaube ich, noch keinen. Ja, ansonsten steht also da Profile not exist oder sowas. Die 8. Also wenn er gefälscht ist. Ja. Also ist der gestohlen. Ja. Ich muss sie festhalten, da ihr Wagen so übermäßig laut ist. Ist das denn wirklich so laut? Unterstützung angefordert. Ich möchte gerne Ihren Führerschein und Ihre Kfz-Versicherung sehen, bitte. Ja, Officer. Bitteschön. Sie sind wegen eines gestohlenen Ausweises festgenommen. Nein, bitte nicht, Officer. Oh. Ungültig. Ungültig, das passt alles. Gut, also Fahrzeug. Ich werde mit der Durchsuchung fortfahren. Bitte kooperieren Sie. Fahrer. Das da. Fahrzeug. Das da. Ich werde Ihnen mehrere Strafzettel für alle begangenen Verstöße ausstellen. Das wird teuer. Sind Sie sicher, dass Sie mich meinen? Ich bin sonst sehr gesetzestreu. Alles in Ordnung. Sie können weiterfahren. Auf Wiedersehen. Ich bin nicht sicher, ob ich es rechtzeitig dorthin schaffe. Schwede, Officer. Bitte kommen Sie mit mir zur Polizeidienststelle. Hast du noch Platz im Auto? Ja, da ist noch keiner drin. Achso. Das ist 21. Hey! Fahren Sie rechts ran! Ich möchte mit Ihnen sprechen! Hey! Fahren Sie rechts ran! Ich möchte mit Ihnen sprechen! Genau, dann fahren wir gleich rüber nach Schnarwigs. Wick. Richtig. Schanwick. Schnarwigs. Oh Mann. Mein Wilcox hört sich auch ein bisschen, ne? Ja. Ich habe Sie wegen Ihres abgelaufenen Kennzeichens angehalten. Das passiert doch jedem Mal. Boah, ich steig schon mal ein hier.
Jo. Zeigen Sie mir Ihren Personalausweis und Ihre Fahrzeugversicherung, bitte. Führerschein hier aus. Klar. Bitte sehr, Officer. Doch, dort. Hä? Warte mal kurz. Ist das als gestohlen gemeldet? Nein. Muss nochmal sein. So, zeig mal her. Das ist nicht der gleiche. Aber welcher ist es denn nun? Zeig mal deine Frisur. Unterstützung angefordert. Sind Officer verfügbar? Okay. Gerade nicht. Das Kennzeichen passt der... Sagen wir mal. Kennzeichen ist 85 am Ende und der hat eine 20 am Ende. Welches Kennzeichen ist das Richtige? Das mit der 85. Hier ist 4561. Ich möchte gerne Ihren Führerschein und Ihre Kfz-Versicherung sehen, bitte. Ja, Officer. Bitteschön. So. Der Ausweis passt dann auch. Aber... Sind Officer verfügbar? Wir brauchen Unterstützung. Gültig, gültig. Auf den Haftbefehl, ja. Ah ne, Waffenschein. Das ist jetzt hier mit der 85 am Ende. Hier ist 4562. Ich kann das übernehmen. Da steht ja nichts, ne? Das sei jetzt ein bisschen verwirrend. Ist jetzt das der Richtige? Also von der Frisur her ist ja das hier auf jeden Fall nicht. Das heißt, es... Gestohlener Ausweis. Haha, gestohlener Ausweis. Steigen Sie bitte langsam aus dem Wagen und gehen Sie auf den Bürgersteig. Ich kümmere mich gerade um ein anderes Problem. Hier muss ein Fahrzeug abgeschleppt werden. Könnt ihr einen Abschleppwagen an meinen aktuellen Standort schicken? Oh, was war denn das? Natürlich, er wird in Kürze bei Ihnen sein. Es war auf einmal sehr lang. Hinterher. Okay, wir schauen nur nach, ob Sie unter Alkoholeinfluss stehen. Ich habe mein Bein hinter mir gelassen. Hallo? Ich nehme nur eine Probe, um zu prüfen, ob Sie unter Drogeneinfluss gefahren sind. Auch nicht. Gut, denn Handschellen, Hintergrundprüfung, ich glaube, der Persus gestohlen. Des Weiteren hast du eine... Abgelaufene Kennzeichen. War noch irgendwas? War das jetzt ein Arsch? Sie sind festgenommen. So viele Gründe für eine Festnahme? Ich wusste nicht, dass das alles illegal ist. Ja. Ja. Ich werde Sie zur Polizeidienststelle begleiten. Willst du fahren? Nee. Wieso denn nicht? Immer muss ich fahren. Alles klar. Bleiben Sie ruhig. Ich begleite Sie nun in das Fahrzeug. Let's go. Wo ist denn die nächste Polizeidienststelle? Fahr mal zu der in Snervik. Hallo. Meine Maus macht mich jetzt fertig. Die Autos an der Kreuzung da wurden immer noch nicht abgeklappt. Sie haben das Recht zu schweigen. Alles, was Sie sagen, kann und wird vor Gericht gegen Sie verwendet werden. Sie haben das Recht auf einen kompetenten und unabhängigen Rechtsbeistand, den Sie selbst wählen. Sollten Sie sich keinen leisten können, stellt Ihnen das Gericht einen Rechtsbeistand zur Verfügung. Haben Sie Ihre Rechte verstanden? Hä? Kehren wir in das Gebiet? Ja, mach ich doch. Wir fahren fix rüber und machen da weiter. Weil Wilcox haben wir ja schon abgearbeitet. Richtig. Let's go. Das haben wir gesehen. Vorbei. Da steht noch einer auf dem Bürgersteig. Gleich wieder machen, sobald wir hier. Ja, da, der kann auch abgeschleppt werden. Der gerade zu hier, links der Rote. Ja. Ich bring die beiden mal zum Revier und hol dich dann da. Jo. Guck mal, hier rechts ist auch noch einer.
Richtig schön gut. Sind Officer verfügbar, um eine verhaftete Person zum nächsten Revier zu transportieren? Bringen wir die mal fix. Mal eben fix. Es ist Zeit, sie in die Zelle zu bringen. Einfach in die Zelle bringen. Es ist derzeit kein Abschleppwagen verfügbar. Wir schicken einen an ihren Standort, sobald wieder einer verfügbar ist. Ist ja mal wieder typisch. Okay, Zeit für sie in die Zelle zu gehen. Ich bin nicht sicher, ob ich es recht... Wir sollten mal aufrüsten. Ja. Negativ. Ihr Standort ist derzeit nicht erreichbar. Wir schicken so schnell wie möglich einen raus. So. Zeit für einen Aufenthalt in der Zelle in der Polizeidienststelle. Ich kümmere mich um eine andere Angelegenheit. Ja. Sehr gut, haben wir geschafft. Oh, können wir noch ein bisschen Schandtaten treiben hier oder Schandtaten aufdecken besser. Es sind wir in dieser Region eher unterwegs momentan. Bleiben Sie vorerst hier. So, Rainer mit dir. So. Schön. 140. Angenehm. So, jetzt noch einen schweren Verkehrsunfall und dann haben wir Punkte zusammen. So, wo treibst du dich gerade rum? Da. Unterstützung. Wer kann helfen? Hier ist 4562. Ich werde nach der verdächtigen Person suchen. Aber wir sind ja eh fertig. Da höre ich auch meine Kollegin ankommen, ja. Ich zieh gerade den hier vor uns raus. Aufgrund von. Er hat eben nicht geblinkt. Und eine gesprungene Windschutzscheibe, wenn ich das richtig gesehen habe. Na top. So, grün. Oh, der hier links könnte sogar interessant sein. Wir haben einen Notruf zu einem möglichen Tatort erhalten. Bitte fahren Sie. Der stirbt möglicherweise unter dem Einfluss von Alkohol. Das meine ich ja, der wäre noch interessanter. Ja. Aber erstmal ihn hier. So, guten Tag. Fahrzeug. Ich habe Sie angehalten, weil Ihre Windschutzscheibe anscheinend kaputt ist. Bitte was? Bitte was? Warte mal, ich muss mal gucken. Doch, die ist kaputt. Führerschein und Versicherungskarte, bitte. Ja, natürlich, Officer. Ja, aber ich glaube, der ist schon über alle Fälle. Ja, wir finden bestimmt noch einen. Ich rieche Alkohol. Also war der hier doch nicht die falsche Entscheidung. Steigen Sie bitte langsam aus dem Wagen und gehen Sie auf den Bürgersteig. So, nun kurz. Wir benötigen die Handhabung einer Situation. Hier ist jemand verfügbar? Nein. Huch. Du musst mir gleich nochmal seinen Ausweis geben lassen. Weil wie ein Asiate sieht er ja jetzt nicht aus. Das ist, wahrscheinlich. Das passt. Würden Sie mir bitte Ihren Führerschein und den Fahrzeugschein zeigen? Okay, Officer. Bitteschön. Dankeschön. Dankeschön. 25? Ach nee, hier passt's. Hä? 4, 8. Gott, du da! Mann! Wir benötigen die Handhabung einer Situation. Hier ist jemand verfügbar. Du kontrollierst gerade so viele Kennzeichen und dann aktualisiert sich die Liste und der springt dann immer von meinem weg hier. Milo Sun. Steht hier? Milo Sun.
Hier ist 4561. Ich übernehme den Unfall. Milo San. Nochmal hier gucken, wie heißt der da? Das Auto ist aber auf. Also ist er gestohlen oder ist er jetzt gefälscht? Ich glaube, der ist gefälscht. Okay, wir schauen nur nach, ob sie unter Alkoholeinfluss stehen. 0,1. Ich nehme nur eine Probe, um zu prüfen, ob sie unter Drogeneinfluss gefahren sind. Ein Abschleppwagen wird an ihren Standort geschickt, sobald die Strecke wieder frei ist. Wieso, ist bei dir schon wieder Stau da hinten oder was? Nö, hier ist gar kein Stau. So, festnehmen. Sache, die haben einfach wahrscheinlich zu wenige. Ich muss sie durchsuchen, um festzustellen, ob sie etwas Illegales bei sich führen. Schön unter Armverein. Wäschereirechnung, Wäschereirechnung, Smartphone, okay. So. Dann haben wir noch Fahrzeug, gesprungene Scheibe, Strafzettel. Jetzt könnte ich ihn natürlich auch noch verknacken, aber da bin ich mir nicht sicher, deswegen lasse ich es so. Sie sind festgenommen. Sind Sie sicher, dass das alles Vergehen sind? Boah, Minus. Macht das denn nicht jeder? Wie? Unter Amphetamineinfluss Autofahren macht hier, also stellenweise gefühlt macht das hier wirklich... Ich werde Sie zum Polizeifahrzeug begleiten. Zumindest jeder Dritte. Und die anderen beiden sind entweder Alkohol oder Cannabis. Alles klar, bleiben Sie ruhig. Ich begleite Sie nun in das Fahrzeug. So. Abschleppen. Ich habe hier einen Wagen, der abgeschleppt werden muss. Bitte schickt einen Abschleppwagen an meinen Standort. 400 Meter von mir weg. Ein Abschlepper wurde bereits an Ihrem Standort geschickt. Ja, ich bin immer und überall unterwegs, um Präsenz zu zeigen. Sie haben das Recht zu schweigen. Alles, was Sie sagen, kann und wird vor Gericht gegen Sie verwendet werden. Sie haben das Recht auf einen kompetenten und unabhängigen Rechtsbeistand, den Sie selbst wählen. Sollten Sie sich keinen leisten können, stellt Ihnen das Gericht. Wir haben eine Verkehrskontrolle, dafür brauchen wir noch jemanden. Haben Sie Ihre Rechte? Ich kann das übernehmen. Verkehrskontrolle. Wie weit weg ist sie? Am anderen Ende der Stadt. Den hier jetzt weg und dann komme ich mit einem großen Auto, damit wir dann Leute verkleiden können. Ich stampf hier noch ein bisschen durch die Straße. Ist auch voll. Ihr Standort ist derzeit nicht erreichbar. Also wir schicken so schnell wie möglich einen raus. Das ist vollkommen gelogen. Wir könnten natürlich Zeit für einen Aufenthalt in der Zelle. Mit dem Pickup die Leute immer auf die Straße ziehen. Dann müssten sie ja eigentlich rankommen. Aber erstmal bringe ich ihn hier weg und dann besetze ich gleich die Verkehrskontrolle. Bleib! Bist du schon auf dem Weg dahin oder soll ich dich einsammeln? Ja. Ich bin schon am Walken. So wie ich dich kenne, bist du eh zu Fuß schneller da als ich mit Auto. Wahrscheinlich. Aber hier erstmal noch ein Strafzettelchen. Ja. Mehr Punkte, mehr gut. Den hatte ich noch nicht. Ich muss jetzt nach da unten. Das heißt, ich kann hier jetzt rechts. Hatte ich den hier schon? Ich könnte auch links. Weil schon gar nicht mehr, wen ich hier hat und wen nicht. Ja, wenn du einen Strafzettel ausgestellt hast, klebt der ja an der Hilfe-Schutzscheibe. Der klebt ja 2 Stunden später noch an der Hilfe-Schutzscheibe. Und der hat ihn auch genommen. Da gibt es gleich noch 2 Minuten drauf. Tipptopp. Doppelt hält besser. Fahr ich jetzt falsch? Ne, ich biege hier jetzt links ab. Dann passt das doch. Nichts mit deinem Kennzeichen. Kennzeichen ist typisch. Januar 22. Das ist nicht gut. Ich finde das ein bisschen.
bisschen unrealistisch vielleicht. Aber ich finde es gut, dass man die Rücken abhängen gehen kann. Ja, das ist voll praktisch. So, hier schon rechts. Ich kann auch nächste rechts fahren. Gute Frau, rennen Sie mir doch nicht vors Auto. Das könnte gefährlich, ey. Gleich eingeholt. Ich bin schon angekommen. Ah, toll, ich stehe noch im Stau. Seh dich noch nicht mal. So. Tatü, tata. Tatü, tata. Tatü. Oh, ich sehe das Ziel. Geil. Den da halte ich gleich mal an. Sorry, ich hab kein Grün. Ich bin nicht angehalten. Bewegt den Arsch, ich will den dahinter anhalten. Ich hab die Kelle, warum machst du es nicht? Hä? Hey, fahren Sie rechts ran. Jetzt. Ich möchte mit Ihnen sprechen. Sicher ab. Huch. Reifen kaputt, wenn er bitte losfährt. Folgen Sie meinen Anweisungen im Rahmen einer Routinekontrolle. Wie kann ich helfen, Officer? Halt nervös zu sein. Das ist immer gut. Ich möchte gerne Ihren Personalausweis und Ihre Versicherung sehen, bitte. Natürlich, Officer, bitteschön. Waffenschein nein, ansonsten ist nur der Versicherungsstatus abgelaufen. Und Ausweis und Kennzeichen stimmen überein. Okay. Wo ist meine Kelle? Da. Hey, fahren Sie rechts ran. Ich möchte mit Ihnen sprechen. Hallo, Bürger. Hallo, Bürger. Bürger. So, hast du irgendwas? Hart getönte Scheiben, das ist schon gut. Kein Waffenschein, ansonsten passt da alles. Nur die getöteten Scheiben. Komm, noch ein Stück nach vorne fahren. In Ordnung. Ich werde nur mal schauen, ob Sie unter Alkoholeinfluss stehen. Bitte kooperieren Sie im Rahmen einer Routinekontrolle. Was kann ich tun, um zu helfen, Officer? Mir erstmal Ihren Führerschein. Zeigen Sie mir bitte Ihren Führerschein und wenn möglich einen Versicherungsnachweis. Ja, natürlich, Officer. Sehr, das passt. 18.12. Oh, Kollege, Ihre Versicherung läuft bald ab. Nee, ich weiß, Sie freuen sich darauf hin. Wenn wir uns das nächste Mal sehen, gibt es auf die. Gut, das passt. Nehmen Sie bitte langsam denn die Hände hoch. Fahrzeug. Ich werde Sie durchsuchen. Töte Scheiben. Ich werde keinen Strafzettel ausstellen und es bei einer mündlichen Verwarnung belassen. Ha, vielen Dank, Officer. Ja, sehr gerne. Sie können weiterfahren. Auf Wiedersehen. Tschüss. Und läuft das auf einen Strafzettel wegen des fehlenden Versicherungsschutzes. So. Ich dachte nicht, dass das so teuer wird. Na, meiner war auch clean. Der hatte einfach nur... Sie können fahren. Einen schönen Tag noch. Einfach nur getönte Scheiben. Und auf Alkohol und Drogen habe ich jetzt gar nicht getestet gehabt. Das mache ich immer gleich mit. Ja. So, wo bleibt denn der nächste? Guck mal da. Hey, fahren Sie rechts ran. Ich möchte mit Ihnen sprechen. Das war nicht die richtige Straßenseite, aber scheißegal. Und
direkt nachgucken. Kein Versicherungsstatus. Ansonsten sieht das alles ganz tüffig aus. Achso. Fahrzeug? Nee. Hintergrundprüfung. Ich musste sie anhalten, weil eine Systemkontrolle ergeben hat, dass dieses Fahrzeug aktuell nicht versichert ist. Nein, ich würde doch nicht ohne Versicherung fahren. Naja. Ich hätte gerne Ihren Ausweis und wenn möglich die Fahrzeugversicherung, bitte. Natürlich, Officer. Bitteschön. Das passt, das passt. Naja, gut, dass Sie sagen, nein, ich würde niemals. Aber wirklich niemals. Wegen einer ungültigen Versicherung werden Sie mit einem Bußgeld belegt. Wirklich? Ich kümmere mich gerade um ein anderes Problem. Ja, das ist wirklich viel. Sie können jetzt gehen. Tschüss. Schönen Tag noch. Hier, der ist ein bisschen laut. Ja, dann halt ihn an. Ich hab doch schon einen angehalten. Vielleicht willst du ihn ja anhalten. Achso, ja, dann halte ich ihn an. Du hättest ja auch beide anhalten können. Hey, hey! Achso. Fahren Sie an den Straßenrand! Bitte folgen Sie meinen Anweisungen und kooperieren Sie im Rahmen einer Routinekontrolle. Was kann ich tun, um zu helfen, Officer? Person meidet Augenkontakt. Ich hätte gerne Ihren Führerschein und wenn möglich die Fahrzeugversicherung. 895. Okay, Officer, bitte 895. Ich habe hier jemanden mit offenen Haftbefehl. Guten Tag. Tun Sie einfach, was ich sage und kooperieren Sie bei einer Routinekontrolle. Ich kooperiere, Officer. Ja. Den Führerschein und wenn möglich den Versicherungsschein, bitte. Bitte schön, Officer. Vielen Dank. Ja, ist genau das gleiche wie vorher, ne? Ja. Verlassen Sie bitte Ihr Fahrzeug und kommen Sie auf den Bürgersteig. Die Person scheint nervös zu sein. Sie nervös. Verlassen Sie bitte Ihr Fahrzeug und kommen Sie auf den Bürgersteig. So, was war das jetzt? War das auch Versicherung? Versicherung und Haftbefehl, okay. Dann durchsuche ich erstmal der Auto. Der Auto. Schade, 7 Gramm ist viel zu wenig. Da fehlen noch 12. Oh, die verdächtige Person flieht. Schön, Sie wiederzusehen, Officer. Und auf, und auf. Oh. Ach, weißt du was? Polizei! Stehen bleiben, sofort! Ich schieß dir in die Hacken. Halt! Nehmen Sie die Hände hoch! Bitte erschießen Sie mich nicht! Doch! Wenn Sie weglaufen... Hallo? Festnehmen. Flüchten. Hintergrundprüfung. Offener Haftbefehl. Abfall. Ich werde Ihnen jetzt Handschellen anlegen. Danach möchte ich, dass Sie auf den Bürgersteig gehen. Okay, Sie haben mir Handschellen angelegt. Ist es wirklich nötig, mir noch mehr Verstöße anzuhängen? Ja. Hat auch einen offenen Haftbefehl, glaube ich, ne? Achso, jetzt kann sie gar nicht mehr pusten. Ich werde mit der Durchsuchung fortfahren. Bitte kooperieren Sie. Deiner hat auch einen offenen Haftbefehl. 9584, ja. Hat sie. Tipptopp. Oh, wie viel Gramm Marihuana waren das? Scheiße. Kann ich ihr das nämlich auch noch anhängen? Ich nehme Ihnen jetzt die Handschellen ab. Danke, Officer. Bitte kooperieren Sie, während ich eine Probe nehme, um zu sehen, ob Sie betrunken sind. Das wollte ich gar nicht. Ich wollte nicht die Handschellen abnehmen, aber egal. 0,5. Drogen. Sie werden einen Test machen, um zu sehen, ob Sie unter Drogeneinfluss gefahren sind. THC ist auch positiv. Das läuft ja. Arbeiten Sie bei der Durchsuchung bitte mit mir zusammen. Durchsucht hatte ich Sie ja schon. Ah! 7 Gramm im Auto. Ihre Schicht ist um, Officer. 7 Gramm im Auto, 28 Gramm hier, das heißt Handschellen, Hintergrundprüfung. Ich muss Sie festnehmen, dagegen Sie ein offener Haftbefehl vorliegt. Bitte kooperieren Sie und gehen Sie auf den Bürgersteig. So. Das Entfernen war ein bisschen unnötig. Grund für den Vorwurf. Betäubungsmittel, Cannabis.
Besitz von zu viel Cannabis. Was hatte ich noch gesagt? Flüchten. Hintergrundprüfung habe ich. Sie haben mehrere Straftaten begangen und sind daher verhaftet. Kooperieren Sie und treten Sie auf den Bürgersteig. Haben Sie Beweise manipuliert, um mich festzunehmen? Was? Das habe ich nicht alles getan. Mein Auto kann auch abgeschleppt werden. Ich werde Sie nun zum Streifenwagen begleiten. I'm on my way. Fahren wir gleich mal zum Verkehrsdienst. Zum Verkehrs- zum Präsidium gedöns. Hallo. Ein Abschlepper wird in ein paar Minuten einmal um die Ecke gucken. Ja. Sehr gut. So. Piep, piep, piep. Das war doch eine erfolgreiche Kontrolle hier. Zwei Haftbefehle. So. Achten Sie auf Ihren Kopf. Sehr schön. Passe ich hier durch? Ja. Gut. Where is the next Präsidium? So, ein bisschen zu schnell. Ach, guck mal. Einmal links. Ein bisschen umdrehen und dann links. Toll, wie soll ich denn jetzt hier rauskommen? Hallo? Hallo? Sie haben das Recht zu schweigen. Alles, was Sie sagen, kann und wird vor Gericht gegen Sie verwendet werden. Sie haben das Recht auf einen kompetenten und unabhängigen Rechtsbeistand, den Sie selbst nehmen. Sollten Sie sich keinen leisten können, stellt Ihnen das Gericht einen Rechtsbeistand zur Verfügung. Haben Sie Ihre Rechte rechts verstanden? Rechts und rechts. Kriegen wir hin, oder was? Oh, joa. Ja, das kriegt man hin, ja. Genug Verkehrsverstöße begangen. Ja, rechts und dann nur raus. Dann passt's. Hallo, ich würde gerne fahren. Hallo, darf ich kurz? So. Als das vorher auch gewesen ist. Für mich zumindest. Richtig. So mit drei Völkchen.